Nee, ich habe mich auf ein schweres Spiel eingestellt, auf ein schweres, langes Spiel. Habe aber direkt einen guten Start erwischt, habe direkt Druck gemacht, habe direkt meinen Rhythmus gefunden, von der Abwehr zum Angriff direkt den Wechsel gut gefunden. Ja, dann lief es direkt wieder sehr, sehr gut, wie die letzten Tage auch. Sehr, sehr froh war ich, dass ich den letzten Satz noch drehen konnte, nachdem ich sehr hoch hinten gelegen habe, dass es nicht dann noch in Satz 5 und 6 gegangen ist. Ja, 4-0, ein sehr, sehr gutes Ergebnis, vor allem, weil ich ihn vor einem Monat noch verloren hatte gegen ihn. Deswegen bin ich sehr, sehr froh und stolz, dass ich jetzt hier wieder im Achtelfinale stehe. Und morgen werde ich gegen den Lokalmer dabei, Kanakia, mein Bestes geben und mal schauen, wie weit es dann noch geht. Ja, das war schon Stichwort. Kanakia ist dein Gegner. Vor 4 Jahren warst du in Düsseldorf auch im Achtelfinale, da war es Fan Shendong. Gegen Kanakia, denke ich mal, stehen die Chancen besser, oder? Ja, denke ich schon, dass das gegen ihn auf jeden Fall schon höher stehen. Ich gehe von einem sehr, sehr offenen Spiel aus. Will keine Prognose geben, sondern ich denke, wir haben ein 50-50 Spiel. Das wird ein schweres, langes Spiel, was mental und kräftezehrend sein wird. Das heißt, jetzt heute Nacht gut generieren, morgen gut wieder vorbereiten, dass ich dann morgen wieder weiter in Vollgas geben kann und auch genauso viel Druck aufbauen kann.